Ja, wir melden uns heute aus Wien, aus dem Eckart Food Lab. Neben mir der international wohl bekannteste und renommierteste österreichische Gastronom, den man eigentlich gar nicht mehr vorzustellen braucht, Wolfgang Puck. Du bist ja auch Preisträger des Eckart Awards 2019. Also zuerst einmal herzliche Gratulation. Danke, vielen dafür. Dank. Ja. Eine große Ehre für mich, nach Wien zu kommen und das vom Eckart zu kriegen. Ja, deswegen haben wir auch gleich die Gelegenheit am Schopf ergriffen, um dich für ein Interview zu bekommen. Danke, ja immer. Und uns würde ja interessieren, beziehungsweise mich würde ja interessieren, vor allem, was deine Geschäftsmodelle auch angeht. Du bist ja hauptsächlich mit fast 70 Betrieben in den USA mittlerweile vertreten. Von Fine Dining bis zu Fast Food ist eigentlich alles enthalten. Jetzt böse gesagt könnte man sagen, es fällt auf, dass du nichts in Europa hast. Warum? No, das ist nicht wahr. Ich habe ein Restaurant in London, Cut in London, und dann habe ich ein Restaurant in Istanbul. Istanbul ist auch auf dem europäischen Teil. Weitestgehend, gell? Ja, aber ich glaube, das ist das Einzige. Und es ist auch interessant, wir haben verschiedene Lokale auf die Flugplätze um die Welt, in Südamerika, in Asien und natürlich in Amerika. Mhm. Und jetzt kriegen wir vielleicht einen Platz in Wien am Flugplatz. Okay. Und nur, das wird auch nur mehr Fast Food sein, vielleicht aber schon gehoben ein bisschen. Mhm. Würdest du dennoch sagen, also wenn man sich anschaut, die Mehrheit ist halt doch in den Staaten und weniger in Europa, sind für dich die USA attraktiver als Gastronom, als Europa, oder hat das andere Gründe? No, mir gefällt es überall auf der Welt. Es ist eigentlich schwierig, weil ich wohne in Los Angeles und Los Angeles ist ein bisschen weit von allen. Zum Beispiel, wenn man in New York lebt, dann Europa ist ein 6 Stunden weg, ist viel leichter. Mhm. Aber Los Angeles ist so 12 Stunden mit dem Flieger, ist schon ziemlich lang. Mhm. Und auch noch Asien ist ziemlich lang. So, wir sind auf der Westküste, das ist ein bisschen weg von allen. So, das habe ich aber ja gesagt, machen wir mehr in Amerika auf, so dann brauche ich nicht auf der ganzen Welt immer sein. Aber in 2008 zum Beispiel, wie unsere Wirtschaft abwärts gegangen ist und wir haben 5 Lokale oder 6 Lokale in Las Vegas und 6 Lokale in Los Angeles und da haben wir ein Drittel von unseren Kunden verloren. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt müssen wir, wenn wir expandieren, werden wir expandieren in Europa oder in Asien. So, dann habe ich gleich in dem Jahr einen Vertrag unterschrieben für Singapur und für London. Mhm. Aber nur wegen, dass ich nicht die ganzen Eier im gleichen Korb drinnen habe. Du hast jetzt eben gerade erwähnt, nicht alle Eier im gleichen Korb. Wie wichtig ist für dich als gastronomischer Unternehmer, ich möchte fast sagen, die Risikostreuung? Also du hast ja die Fine-Dining-Restaurants, dann hast du unter anderem eben auch die Cafés und Fastfood. Ist es so, dass zum Beispiel die Fastfood-Betriebe fast schon ein bisschen die Cash-Cow sind und die Fine-Dining-Tempel ernähren? Oder wie kann man sich das vorstellen? No, es ist, jedes Geschäft muss ein Profit-Center sein. Auch die Fine-Dining-Restaurants? Und sind sie das bei dir? Ja, ja, sicher. Weil sonst dann kann man nicht offen bleiben. Nur, ich habe nur einen Betrieb, einen kleinen Betrieb mit 12 Sitzplätzen oder 10 Sitzplätze. Das heißt Rogue, da verlieren wir Geld. Aber das ist für uns genau wie eine Schule. Da kommen nur meine Köche von verschiedenen Lokalen, von London oder von Singapur oder wo die herkommen, die kochen dort. Ich habe zwei Köche dort eingestellt, 2 Junge. So, das sind noch so 4 Köche, die kochen für 10 Leute. Aber da muss immer etwas Neues sein und immer nichts, was wir in unsere anderen Lokale machen, die müssen immer etwas Neues haben. Und da haben wir auch die neuesten Maschinen und wir haben auch alles, was man eigentlich in der Zukunft machen kann. Hast du schon Betriebe, weil du das vorhin erwähnt hast, zusperren müssen, wenn sie nicht laufen? Sicher. Zum Beispiel, ich habe in 1990 eine Brauerei aufgemacht. Und ich war in Villach, ich weiß noch, die Villacher Brauerei, da war eine Brauerei und das Gasthaus dabei. Und ich habe gedacht, ich mache sowas auf einem modernen Ort in Amerika. Und das Gasthaus ist wirklich wundervoll gegangen. Ich habe sogar einen Fleischer gehabt von München gebracht, der hat Weißwürst gemacht und die ganzen Charcuteries und alles gemacht, die ganzen Würste. Und, aber mir hätte man 1 Million Kisten Bier verkaufen sollen und mir haben wir 30.000 verkauft. Und das zweite Jahr auch noch gleich. Und am Anfang hast du dir gedacht, das wird ja schon ausgehen, die 1 Million Bierkisten haben wir schon verkauft. Ja, weil wir haben vom Steinecker die ganzen Anlagen gekauft, da von Deutschland. So, ich habe mir gedacht, dass ich werde ein Brand von Bier machen, sodass wir wie Schwechater Bier sein oder Gösser Bier oder sowas. Und ich glaube,
mein Braumeister dort, der hat das Bier nicht pasteurisiert und so, das hat sich noch nicht in den Flaschen nicht ausgehalten, das ist schlecht geworden in den Flaschen so. Und da hat er wohl umgetan und es ist nie wirklich gegangen. So nach 2 Jahren habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht mehr raus oder schmeiße den Braumeister raus. Aber der hat den gleichen Teil vom Betrieb gehabt als wie ich. Und der hat nicht gehen wollen. Er hat gesagt, nein, ich bleibe da. Und er hat gesagt, nein, geh, noch später. Und das war's? Das war's. Okay. Bei 70 Betrieben und du hast ja über 5000 Mitarbeiter. Wie schafft man das, das alles konstant und auch markant zu halten und das alles zusammenzuhalten? Ah. Du hast vorhin erwähnt, dir ist auch wichtig, dass du, dass das alles nahe ist, ja, dass nicht alles allzu weit weg ist. Ja, ist das ein Punkt? Aber heutzutage zum Beispiel mein Management-Stil, und ich war gerade jetzt auf Harvard University auf der Business School, und da habe ich sicher viel gelernt, how to manage besser. Das zum besser zu managen zum Beispiel, dass ihr alles nicht zentralisiert ist, dass jeder Chef und jeder Manager ist das sein eigenes Lokal, ob es in Istanbul ist oder in Bahrain ist oder in Singapur ist oder in Los Angeles. Die müssen das führen, als wie sie sein Lokal sein. Und genau, die kriegen auch gezahlt, wenn das Restaurant wirklich gut geht, kriegen sie einen großen Teil vom Gewinn vom Restaurant. Also die sind wirklich beteiligt. Und ich mache nur die scharfen Grenzen, die sie nicht überschreiten können. So, die müssen, die können, wenn ein Koch zum Beispiel in London sagt, na, wir haben jetzt die besten Perlhühner oder Wachteln oder was, und wir haben das nicht in Los Angeles auf der Speisekarte. Und ich sage, na, wenn du die besten Wachteln findest, tu sie auf der Speisekarte, weil das im Herbst ist oder was. So, man muss gute Leute einstellen und nachher die guten Leute gut bezahlen und dann bleiben sie. Das heißt, eine Grunderkenntnis, die du durch diesen Businesskurs in Harvard gewonnen hast, ist, bisschen mehr delegieren und du musst nicht überall als Gastronom in den Betrieben ständig sichtbar sein. War das, kann man das so zusammenfassen? Aber ich bin gerne im Lokal, das tue ich noch am liebsten eigentlich. Ich tue sehr gern kochen. Aber unser Küchenchef in Singapur ist mit mir schon seit langem und ich habe gesagt, warum? Der ist 40 Jahre, 42 Jahre alt, den brauchst du nicht mehr babysitten, der soll es selber machen. Ja. Und ich glaube, Vertrauen ist das Wichtigste. Und ich sage es ihnen, ich vertraue dir, deshalb bist du da und du musst das eigentlich machen. Nicht nur wie ich will, aber auch wie du willst. Weil auch in einem Lokal, zum Beispiel, wenn ich im Spargo in Beverly Hills bin und wir haben 20 Leute in der Küche, ich kann nicht jeden Teller kochen. Ja. Ich kann nicht einmal vielleicht jeden Teller schauen, dass das richtig ist. So, oder genau schauen, oder kosten, oder was. So, aber wo man glaubt, dass man das kontrollieren kann, am Ende kann man das nicht wirklich kontrollieren. Und ich bin der Meinung, aber ich bin nicht der Einzige, der ein guter Koch ist, und es sind viele Junge, die sehr strebsam sind und die haben große Ambitionen, die gut sind. Die Gastronomie und das unternehmerische Gastronomentum hat ja in unseren Breiten zumindest fast die zweithöchste Insolvenzrate nach dem Baugewerbe. Also es ist eine Branche, die stark vom Scheitern geprägt ist. Ja. Was man natürlich dann immer mitbekommt, sind die großen Erfolgreichen, so wie du, wobei du als Beispiel stark hervorstichst. Was hast du richtig gemacht als Unternehmer, als Gastronom, beziehungsweise was haben die anderen falsch gemacht, was machen die anderen falsch? No, ich glaube, als Gastronom oder als Unternehmer, man muss immer bescheiden sein, sodass man seine Fehler eigentlich einsieht. Und durch die Fehler lernt man mehr, als wenn man etwas erfolgreich macht. Zum Beispiel, ich habe gesagt, na, ich kann noch was lernen. Und ich bin da jetzt auf der Schule, 3 Monate auf der Schule gewesen. Und ich verwende nicht einmal einen Computer. Und ich muss sagen, du hast das alles auf der Hand geschrieben? Ja, und nachher erinnere ich mich viel besser, wenn ich alles mit der Hand schreibe. Und wie hat das Studium geheißen, oder wie hat dieser Kurs geheißen? OPM. Ich habe noch das was noch von der Graduation. Harvard Business School. Ja. Das ist ein wichtiges Element deines Erachtens, auch als Unternehmer immer neugierig zu bleiben und zu wissen, genau, wo sind die Fehler, wo kann ich was lernen und wann kann ich was lernen. Genau, und ich glaube, heutzutage, die Welt ist so viel schneller als wie zur alten Zeit durchs Internet. Jetzt weiß jeder genau, was los ist auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, ein Geschäft zum Führen ist trotzdem die Personalitäten, die man hat. Wie man mit denen umgehen muss und was man, jeder ist verschieden. Und ich glaube, das ist ja
viel schwieriger als wie es kochen eigentlich. Ja. Du hast ja 1982 den Spargo aufgemacht. Seither ist, ist ziemlich viel Zeit vergangen. Wie sehr hat sich die Gastronomie als Business deines Erachtens in diesen Jahrzehnten verändert? Oder was hast du festgestellt, was sich am meisten verändert hat? Es war wichtig, in Amerika kochen war wirklich kein Beruf. Ja, wenn du jemandem gesagt hast, du bist der Koch, die haben dich angeschaut, na, das ist ja als wie einer, der die alten Autos verkauft oder sowas. So, und ich glaube, dass Kochen noch jetzt wirklich ein gefragter Beruf geworden ist, dass man mehr als wie nur in der Küche stehen muss, dass man wirtschaften muss und dass man mehr als wie ein Lokal führen kann. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn Four Season Hotel, vier Jahreszeiten Hotels, wenn die 60 Hotels kommen, machen, warum können wir noch nicht 20 Restaurants haben? Mhm. Obwohl Restaurants sehr kompliziert sind, vielleicht mehr noch als wie die Hotels, aber trotzdem, ich glaube, am Ende, wir sind nur so gut als wie unser letztes Essen, dass man gute Leute behaltet und die guten Leute wirklich trainiert, so wie, dass sie die richtige Kultur haben und auf der richtigen Kultur bleiben. Mhm. Du hast jetzt vor kurzem, habe ich gelesen, noch einen 50-Jahres-Vertrag für ein neues Restaurant unterschrieben. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Mir ist eigentlich, das ist ja wirklich ein großes Lokal. Der Freund von mir ist der Frank Gehry, der berühmteste Architekt auf der Welt heutzutage, der das Guggenheim Museum gemacht hat in Bilbao, der Louis Vuitton Foundation gemacht hat in Paris und haben auf der ganzen Welt gebaut. Und der wird unser Lokal bauen. So, wir haben dort wo wird das sein? Das wird am Meer in Malibu. Mehr Malibu. Ja, in einem Vorort von Los Angeles. Und da ist jetzt ein Restaurant dort, aber schaut grausig aus. Ich habe gesagt, nein, das reißen wir alles ab und bauen wir ein super Beach House. Mhm. Mit dem berühmtesten Architekten. Und der Frank, der ist jetzt schon 90 Jahre. Deshalb habe ich auch so viel Vertrauen, dass ich das noch 50 Jahre unterschrieben habe. So, es dauert ziemlich lang, weil am Meer die ganzen Pläne machen und die ganzen Genehmigungen kriegen und alles, das dauert lang. So, hoffentlich in einem Jahr fangen wir uns zum Bauen. Mhm. Investitionskosten hoch? Ja, so gleich 35 Millionen. 35 Millionen Investitionskosten. Ja. Wird sich lohnen, deines Erachtens? Ja. Für meine Kinder sicher, für mich weiß nicht. Wer weiß, was die nächsten 50 Jahre noch alles bringen. Genau, genau, ja. Am Ende die 50 Jahre vielleicht. No. Es ist nicht nur gut für unser Brand. Es ist sehr gut, dass wir weitermachen, dass wir was Neues machen. So, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Leute nicht glauben, oh, wir sind mal stehen geblieben irgendwo. So, das wird eine neue Version vom Spargos werden jetzt. Okay. Als letztes, was antwortest du den Leuten, den anderen Gastronomen, manchen anderen Gastronomen, die sagen, Sterne-Gastronomie kann sich wirtschaftlich nicht rentieren? Es muss sich rentieren, ich meine, auf einer Seite oder auf der anderen. Und zum Beispiel, wenn man in das Restaurant kein Geld macht, aber wenn man nur Fernsehsendungen macht, wenn man Vorträge haltet oder was, dass das da als Geld herkommt. Aber ich glaube, die Basis muss wirklich gut sein. Und am Ende zum Beispiel wie in Spanien oder in Frankreich, in der Küche, wo sie 40 Angestellte haben, 30 kriegen nichts bezahlt und 10 kriegen bezahlt. In Amerika kannst du das nicht machen. Aber ich glaube, in Amerika ist das ein bisschen leichter, weil die Amerikaner essen sehr früh. Die essen um 6 Uhr und die essen auch um 9 Uhr. So kann man eigentlich 2 Besitzungen machen in einem Lokal. So, das ist wirtschaftlich eigentlich besser. Ja, das sind auch ganz adäquate Abschlussworte für so einen fast schon Business Talk. Ja, es ist sehr gut. Ich glaube, deshalb habe so viel gelernt auf der Universität, eigentlich in 3 Monaten. Und oft denke ich noch, ich habe gedacht, na, wenn ich das vor 40 Jahren schon gemacht hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber am Ende muss man zufrieden sein mit was man hat. Klar. Ja. Und du hast auf jeden Fall jeden Grund dazu. Ja. Ich gratuliere dir auch nochmal ganz herzlich zum Eckart Award 2019. Ja, danke. Und das war's auch schon von uns. Mehr Porträts und Interviews mit den größten Gastronomen weltweit gibt es natürlich nur bei uns auf Rolling Pin. In diesem Sinne, nicht vergessen, unsere Facebook-Seite zu liken, und wir sehen uns nächstes Mal.